Es ist ein lauer, frühsommerlicher Abend. Erhöht die Wiesen und Bäume um dich herum bereits in Dunkelheit, als du dich auf den Weg zu eurem Rendezvous machst. Unbewusst schleicht sich ein Lächeln auf deine Lippen, als du an dem Ort vorbeikommst, an dem du diesen unglaublich charmanten Mann vor ein paar Tagen zum ersten Mal begegnet bist. Dir ist noch nie ein Mann untergekommen, der dir so perfekt vorkam. Er erwartet dich bereits an eurem Treffpunkt und lächelt dir einladend zu und du glaubst, ein verliebtes Funkeln in seinen Augen wahrzunehmen. Er nimmt deine Hand und gemeinsam wandelt ihr durch den von den Laternen nur schummrig beleuchteten Park, während die Zeit hinter den heiteren Geschichten eurer beiden Leben zurücktritt und ihr in der geheimnisvollen Atmosphäre der Nacht eintaucht. Ein Sommernachtstraum. Spannung liegt in der Luft und sacht fühlst du, wie sich ein Band zwischen euch entspinnt. Und als du ihm in die Augen siehst und das Funkeln wieder erblickst, zieht er dich ganz fest an sich und sagt, komm schon, gib mir einen Kuss. Und du weißt, dass dieser Kuss diese aufregende Nacht krönen wird. Schließ deine Augen und neigst deinen Kopf, um seine Lippen zu empfangen. Doch der Griff, der gerade noch aufregend frech wirkte, wird immer fester. Die Hand, die gerade noch so sanft deinen Hals gestreichelt hat, schließt sich plötzlich wie ein eiserner Schraubstock um deine Kehle. Du öffnest schockiert deine Augen und siehst in dem Funkeln jetzt das, was es eigentlich ist. Eine dunkle Gier nach etwas ganz anderem als Liebe. Das sanfte Gesicht wirkt auf dich nur noch wie eine übergestülpte Maske, unter der langsam eine grotesk boshafte Fratze zum Vorschein kommt. Alles in dir schreit auf, als du erkennst, dass du dich in einem abgelegenen Teil des Parks ganz allein in seiner Gewalt befindest. Heftige Panik überkommt dich und du versuchst verzweifelt nach seinen Händen zu greifen und dich zu befreien. Aber sein Griff ist eiskalt und gnadenlos unnachgiebig und schnürt dir die Luft ab, macht es unmöglich, auf dich aufmerksam zu machen. Und selbst wenn, ihr wart niemanden auf eurem Weg begegnet. Du ringst nach Luft, während langsam ein gefährlicher, roter Nebel deine Sicht zu trüben beginnt und sich verdichtet. Das Letzte, was du siehst, ist sein Gesicht, das jetzt von Boshaftigkeit gezeichnet ist. Und langsam löst es sich in dem roten Nebel auf, bevor du langsam das Bewusstsein verlierst. Die Welt um dich herum wird dunkel und stumm und du kannst nur noch das grausame Lachen in deinen Ohren hören, bevor alles in der Finsternis versinkt. Und hast du schon Angst? Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid, ja, bei der nächsten Etappe unserer spannenden Entdeckungsreise durch die Kriminalgeschichtsbücher. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge des True Crime Eisbergs. Nachdem wir in der letzten Episode einen Abstecher in die Welt der Stars und Sternchen gemacht haben, begeben wir uns heute erneut auf historische Spuren eines Ereignisses, das uns in die tiefsten Winkel der deutschen Vergangenheit führt und ja, in diesem Fall jeglichen Glanzes entbehrt. Lasst uns gemeinsam die bittere Realität betrachten, der sich Zeitgenossen ausgesetzt sahen. Oder sollte ich besser sagen, Zeitgenossinnen. Haltet euch fest, denn wir steigen in unbekannte Tiefen, in denen eine Kreatur lauert, die wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Ihr wisst ja, die Faszination für unheimliche Geschichten über Gestalten der Nacht, sei es in Form von Hexen, Werwölfen oder Vampiren, die ist so alt wie die Menschheit selbst. Schon immer haben diese mysteriösen Kreaturen die dunkelsten Ecken unserer Vorstellungskraft bewohnt. Doch manchmal überschatten die Abgründe der Realität sogar die schaurigsten Märchen. Und in genau solchen düsteren Momenten treffen Mythos und Realität auf erschreckende Weise aufeinander. In dieser Folge öffnen wir ein Kapitel der Kriminalgeschichte, das von einer rätselhaften Figur geprägt ist. Wir begegnen heute dem Vampir von Düsseldorf. Dieser unheilvolle Beiname, der gehört nicht zu einer übernatürlichen Kreatur, sondern einem Mann namens Peter Kürten, dessen Taten von solch erschütternder Natur waren, dass sie bereits frühzeitig in die Chroniken der deutschen Kriminalgeschichte eingegangen sind. Es ist wirklich ein Fall, bei dem ein Mensch zu einem sprichwörtlichen Ungeheuer wurde. Wie ist es möglich, dass niemand auch nur den leisesten Verdacht hegt, dass der beste Freund oder die liebevolle Ehefrau oder der Nachbar, der mal so leckeren Fleischeintopf macht, ihr wisst, worauf ich anspiele, oder in seiner Freizeit einem so geselligen Hobby nachgeht, wie der Menschenjagd. Und Überraschung, auch heute haben wir wieder so einen Fall vor uns. Denn es scheint, als hätte auch die Frau von Peter Kürten sich mehrfach darum bemüht, die jungen Frauen zu beruhigen, die ihr Ehemann offenbar belästigt hatte. Was genau da vorgefallen ist, das nehmen wir jetzt etwas genauer unter die Lupe.
Wir befinden uns jetzt in Deutschland in der Zwischenkriegszeit, genauer gesagt mitten im geschäftigen Treiben Düsseldorfs. In einer Zeit geprägt von wirtschaftlicher Unsicherheit und sozialen Spannungen. Da begannen sich in den Straßen dieser historischen Stadt die Schatten eines unheimlichen Verbrechens zu verdichten. Der Erste Weltkrieg hatte die Welt völlig aus den Fugen geworfen. Deutschland hatte harte Reparationen zu leisten und als die junge Weimarer Republik mit den Zahlungen ins Hintertreffen gelangt war, besetzte Frankreich das Rheinland, dem wichtigsten Schwerindustriezentrum Deutschlands. Die Folgen waren so drastisch, dass es zu einer Hyperinflation kam und kaum hatte sich das Land davon wieder einigermaßen erholt, wurde es von der Weltwirtschaftskrise getroffen. Eine Krise folgte in dieser Zeit auf die andere. Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Not führten immer wieder zu sozialen Spannungen und Unsicherheiten der Bevölkerung und darüber durfte man auch nicht die schwerwiegende Traumatisierung der Kriegsheimkehrer vergessen, die damals ja noch nicht behandelt oder überhaupt differenziert diagnostiziert wurden. Etwa 5 Jahre nachdem Karl Denke die Menschen in Atem gehalten hatte und noch vor dem Aufstieg der Nationalsozialisten, nutzte ein anderer Mann die Unsicherheit der Nachkriegszeit, um seine neu entdeckte unmenschliche Leidenschaft auszuleben. Und ich kann euch schon mal spoilern, er war damit nicht allein. Ähnlich wie im Fall von Jack the Ripper zerlegte die Presse die Geschichte des Vampirs von Düsseldorf förmlich wie eine Weihnachtsgans und befeuerte damit die Verbreitung von Gerüchten und Mythen über den Fall. Dies versetzte nicht nur die Bevölkerung in Angst und Schrecken, sondern behinderte auch die Ermittlung durch eine Fülle von Trittbrettfahrern und falschen Spuren. Erlaubt mir einen dieser Vampir-Enthusiasten mal zu zitieren an dieser Stelle. Schaffen Sie die kurzen Röcke ab, das macht die Männer pervers. Sonst morde ich noch mehr Weiber. Tja, wenn ich das so höre, scheint es mir, als ob es heutzutage immer noch Leute mit demselben Mindset gibt. Da der Täter hauptsächlich junge Frauen und Mädchen ins Visier nahm, erreichte die Hysterie einen Punkt, an dem Kinder tagsüber nicht mehr draußen spielen durften und Polizei sowie Bürgerwehr nachts durch die Stadt patrouillieren mussten. Er war zu einem wirklichen Schreck geworden, als wäre er wirklich ein Vampir, der jederzeit ein neues Opfer suchen konnte. Besonders beunruhigend war die Tatsache, dass die Ermittlungen in diesem Fall nur sehr langsam vorankamen. Ich habe da eine Vermutung. War die Polizei mal wieder nicht fähig genug? Kommt uns das etwa bekannt vor? Trotz ihrer Bemühungen und einer Belohnung von 15.000 Mark für die Ergreifung des Täters drückte eine Broschüre der Düsseldorfer Polizei im Januar 1930 ihre Verzweiflung aus. Helft dabei, den Düsseldorfer Massenmörder zur Strecke zu bringen. Der Fall sorgte sogar über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen, da selbst der berühmte britische Kriminalautor Edgar Wallace den Ermittlern seine Hilfe anbot. Ich denke, das allein spricht bereits dafür, dass der Fall eine gewisse Exotik hat. Was denkt ihr? Steckt da ein starkes sexuelles Motiv hinter diesen abscheulichen Verbrechen wie bei den Toolbox-Morden? Es liegt ein bisschen auf der Hand, oder? Zeit, es gemeinsam herauszufinden. Was Curtin tat, schien jedweder Strategie und Hemmung zu entbehren und das werden wir gleich in genaueren Kontext noch beobachten. Mindestens 8 Morde und weit über 20 Mordversuche lassen sich Curtin zwischen Februar und November 1929 zuordnen. Aber nicht, dass ihr glaubt, er hätte sich die Mühe gemacht, die Leichen zu verstecken, um es den Ermittlern schwerer zu machen. Wo denkt ihr hin? Meistens ließ er sie einfach am Tatort zurück. Aber es war nicht nur, dass er wie ein Tier über sie herfiel, was ihm seinen Spitznamen einbrachte. Nein, Curtin soll auch das Blut von mindestens 2 seiner Opfern getrunken haben. Nachgewiesen ist zumindest, dass er Schwanenblut getrunken haben soll. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Ach, die Presse. Immer wenn man meint, ein Fall ist schon schwierig genug, kommt sie daher, um alles noch ein kleines bisschen komplizierter zu machen. Wie auch im Fall Jack the Rippers waren besonders alleinstehende Frauen betroffen. Denn die turbulenten 1920er Jahre spielten Curtin bedauerlicherweise da in die Karten. Der Erste Weltkrieg hatte zahlreiche Frauen ohne Partner zurückgelassen, die dem charmanten jungen Mann mit dem auffälligen Nadelstreifenanzug, den bis zum Hochglanz polierten Schuhen und dem schneidigen Scheitel sofort verfielen. Dress to success. Das wusste auch schon Peter Curtin. In ihm sahen sie eine mögliche Rettung in einer Zeit der Unsicherheit und Armut und er nutzte das aus. Doch hinter dieser tadellosen Fassade verbarg sich eben ein skrupelloser Mörder, der tatsächlich sogar verheiratet war und tagtäglich nur darauf wartete, wieder auf die Jagd zu gehen, sobald seine Ehefrau die Wohnung verlassen hatte, um für das Einkommen der beiden zu sorgen. Der erste Mord, der Curtin zugeschrieben wird, der wurde nachweislich am Tag vor seinem 30. Geburtstag begangen. In der Nacht des 25. Mai 1913 waren die Straßen bereits menschenleer, als Curtin in die Wohnung der Gastwirtschaft zum Goldenen Ross eindrang. Während die Familie unten dem Geschäft nachging, lag die 9-jährige Tochter der Gastwirte Christine schlafend in ihrem Bettchen. Auf der Suche nach Wertsachen fand er sie und schien eine andere Gelegenheit zu ergreifen. Ohne zu zögern schnitzte er dem unschuldigen Mädchen mit einem Taschenmesser die Kehle auf. Tatsächlich gelang es ihm, unentdeckt davonzukommen. Und als die Ermittler
ein eigentlich völlig verräterisches Taschentuch mit den Initialen PK am Tatort fanden, lenkten sie ihren Verdacht nicht etwa auf Peter Kürten, sondern den Onkel des Mädchens, Paul Klein, da er seit langem auch mit der Familie verfeindet war. Vor einem Schwurgericht wurde der dann freigesprochen, da es an Beweisen mangelte, und er fiel dann 1915 in Russland, ohne dass sich das Verbrechen aufklären ließ. Der erste weit zurückliegende Mord Kürtens blieb ungesühnt, vorerst zumindest. Und diese Geschichte, mit der wir hier in diesen Fall gestartet sind, das war sein zweiter Mordversuch. Die Frau überlebt, da er von Passanten überrascht wurde, als er gerade im Begriff war, sie zu erwürgen. Sie floh dann beim gemeinsamen Frühstück, erstattete aber keine Anzeige. Seine frühe Verbrecherkarriere beinhaltete beispielsweise mehrere wahllose Angriffe auf Passanten mit einem Beil. Im Zuge dessen zündete er dann auch immer noch Heuschober an. Aber jedes Mal konnte er unerkannt vom Tatort fliehen. Dass er nebenbei aber auch ein eifriger Dieb war, wurde ihm dann zum Verhängnis. Er wurde ertappt und landete für ganze 6 Jahre im Zuchthaus. Danach sollte sich erstmal sein Leben ändern. Er zog zu einer seiner Schwestern nach Altenburg. Aber auch da kam es immer wieder zu Gewaltausbrüchen. Seine Aggressionen ließ er immer wieder an Tieren aus. Aber bis auf einen Vorfall, bei dem er eine Frau in einen Straßengraben stieß, der auch wiederum nicht zur Anzeige gebracht wurde, blieb die Zeit mutmaßlich frei von Straftaten. Wichtig zu erwähnen ist aber aus der Zeit von Altenburg, dass sie sich dort jemanden zur Frau nahm, die wegen Totschlags vorbestraft war. Ein Umstand, auf den er wohl sehr stolz war. Und mit der zog er dann nach Düsseldorf und da sollte dann alles aus dem Ruder laufen. Ja, 16 Jahre nach dem ersten Mord wollte Kürten schließlich seinen zweiten Mord begehen, und zwar mit einer Schere. Ja, ihr habt richtig gehört. Am 3. Februar 1929 überfiel er im östlichen Teil der Stadt die 55-jährige Apollonia Kühn. Mehrfach stach er auf sie ein. Als er dachte, sie wäre ihren Wunden erlegen, versteckte er sich, aber sie konnte sich schwer verletzt tatsächlich noch in ihre Wohnung retten. Sie war gerade so mit dem Leben davongekommen. Und Kürten hatte wieder einmal mehr Glück als Verstand. Sein Opfer konnte ihn nicht identifizieren. Und dann kam auch noch hinzu, dass der Fall für sehr viel Furore sorgte. Und wie es oft bei einem Fall ist, der bekannt wird und der in aller Munde ist, eine verwirrte Person bekennt sich zu dieser Tat. In diesem Fall war es der Arbeiter Johann Stausberg. Herzlichen Glückwunsch, liebe Polizei. Damit ist der Fall natürlich gelöst. Nur dass gelöst in diesem Fall heißt, dass der Mörder weiterhin frei herumläuft und sich nur eine Woche später als nächstes Opfer die kleine Rosa Ohliger ausgesucht hat. Die Kleine hatte sich im Stadtteil Flinger verlaufen und folgte erleichtert dem freundlichen Fremden mit dem Nadelstreifenanzug, der sie von der Straße aufgelesen hatte und sie nach Hause zu ihren Eltern bringen wollte. Und Leute, ich bin ganz ehrlich, ich finde diese Geschichte besonders schlimm. Als ich davon zum ersten Mal gehört habe, hat mich das wirklich mitgenommen. Lasst uns einfach sagen, sie kam nie zu Hause an. Naja, und nach dem Mord ging er dann erstmal ins Kino. Schließlich hatte er nämlich eine Freikarte. Ja, das war wichtiger, als die Spuren seiner Tat zu verwischen. Später kam er dann mit einer Flasche voll Petroleum zum Tatort zurück. Da wollte er dann die Leiche verbrennen, aber es waren zu viele Menschen in der Gegend. Also kam er dann später nochmal wieder und konnte dann in der Nacht seinen Plan umsetzen. Und kaum hatte die Polizei dann die verbrannten Überreste des Mädchens entdeckt, folgte bereits der nächste Mord. Als dann am 12. Februar der 54-jährige Invalide Rudolf Scheer, der einzige Mann unter seinen Opfern, der betrunken auf dem Weg in seinen Schrebergarten war, ihm über den Weg lief. Er tötete ihn in unmittelbarer Nähe des vorherigen Tatortes. Auch hier wieder ein unfassbar leichtsinniges Vorgehen. Und es sollte immer so weitergehen. An einem Abend auf einer Kirmes stach er mehreren Passanten von hinten in den Oberkörper. Alle überlebten und obwohl eines der Opfer ihn beschreiben konnte, konnte man ihn nicht finden. Oberstaatsanwalt Otto Steiner sollte Kürten später satanisches Glück unterstellen. Es folgten weitere Morde, doch das Schicksal nahm im Mai 1930 eine unerwartete Wendung, als Kürten Maria Butli kennenlernte. Nachdem er beobachtet hatte, wie die junge Frau am 14. Mai von einem Mann belästigt wurde, schritt Kürten ein und war in der Lage, den aufdringlichen Fremden zu vertreiben. Was für eine Heldentat, Leute. Und völlig nichtsahnd begleitete Maria ihren Retter in der Not nach Hause. Doch schon bald wurde ihr klar, dass sie einen schwerwiegenden Fehler begangen hatte. Denn der vermeintliche Gentleman wurde sehr schnell aufdringlich und sie bestand darauf, die Wohnung zu verlassen. Kürten schlug daraufhin vor, sie zu einem nahegelegenen Mädchenwohnheim zu bringen, und während sie gemeinsam dorthin unterwegs waren, fand sich die junge Frau im Grafenberger Wald wieder, wo Kürten schließlich versuchte, sie zu erwürgen. Doch unerklärlicherweise ließ er von ihr ab und Maria gelang die Flucht. Kürten allerdings entkam erneut unerkannt. Kürten wurde in der deutschen Kriminalgeschichte als erstes Serienmörder genannt. Den Ermittlern war schnell klar, dass das keine Einzelfälle sein konnten, sondern ein Fall von solcher Brisanz, dass nur die Crème de la Crème der Ermittler in der Lage war, diesen Täter zur Strecke zu bringen. Und nein,
Damit meine ich nicht Edgar Wallace. Eigens für diesen Fall wurde der Experte Ernst Gennert aus Berlin herangezogen, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Doch war der Meister der Spurensicherung der Herausforderung überhaupt gewachsen? Naja, zuerst musste jetzt erstmal geklärt werden, wie hoch diese Herausforderung eigentlich war. Da herrschte nämlich ein Meinungschaos, wie viele Opfer es nun genau sein könnten, die er auf seinem Gewissen hatte. Nicht einmal das konnten die Ermittler mit Sicherheit feststellen. Aber Leute, vor wenigen Monaten tauchte plötzlich eine verschollene Akte auf, als käme sie direkt aus den finsteren Tiefen der Geschichte emporgekrochen. Ja, ein fast 100 Jahre alter Fall, der beinahe in der Bedeutungslosigkeit versunken war, wurde aus der Versenkung geholt und zurück auf die Bühne des Zeitgeschehens katapultiert. Die Sensation war damals perfekt. Die mühsame Informationssuche hatte sich gelohnt, denn der Fall war plötzlich wieder brandaktuell. Und deswegen wissen wir auch, wie Curtin letztendlich auf dem Radar der Ermittler aufgetaucht ist. Obwohl er immer von diesem teuflischen Glück verfolgt wurde. Dass man ihn nicht fand, lag nicht daran, dass man nicht mit den modernen Mitteln der damaligen Polizeiarbeit vertraut war. Man arbeitete vermehrt mit Fingerabdrücken, Tatortbildern und sogar Täterprofilen. Die Polizei tappte trotzdem im Dunkeln. Sie suchte am Anfang bloß an der falschen Stelle, denn sie konnten sich unter dem Verdächtigen nur einen Irren vorstellen und suchten in verschiedenen Nervenheilanstalten nach dem Täter. Tatsächlich hatte Curtin selbst einige Briefe verfasst, die unter anderem Zeichnungen enthielten, welche auf bestimmte Orte hinwiesen, an denen er seine Opfer begraben hatte. Allerdings gingen diese Briefe wohl in der Flut von falschen Nachrichten unter und deswegen wurde er einfach nicht ernst genommen. Erst der Vorfall im Grafenberger Wald brachte die Polizei dann auf die richtige Spur. Allerdings nicht auf die Art und Weise, wie ihr jetzt vermutet, denn Maria Butli brachte diesen Vorfall nämlich auch nicht zur Anzeige. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das in manchen Fällen auch mit Scham zu tun hatte. Nein, es brauchte am Ende einen seltsamen Zufall, damit sich das Schicksal wenden konnte. Maria hatte einen Brief an eine Freundin verfasst, in dem sie den schrecklichen Vorfall beschrieb. Und unglücklicherweise wurde dieser Brief nicht der Bekannten zugestellt, sondern landete in den Händen der Polizei. Was? Wie ist sowas überhaupt möglich? Hat da doch mal eine gerechte Kraft die Finger im Spiel gehabt? Unter Mithilfe von Maria konnten die Ermittler Curtins Aufenthaltsort in der Mettmanner Straße 71 ermitteln. Und hier hätte man den Fall sehr schnell beenden können. Aber ihr wisst ja, man sollte den Tag nicht vor Dienstschluss auf der Polizeiwache loben. Die Ermittler machten nämlich einen Fehler. Sie schickten Curtin eine Vorladung zur Befragung. Und was soll ich sagen? Irgendwie warnte das den Serienmörder. Keine Ahnung warum. Beinahe wäre er ihnen durch die Lappen gegangen. Aber die Ermittler nahmen die Frau Curtins, Auguste, in die Mangel. Und jetzt war es so, dass er ihr, bevor er untertauchen konnte, alles gestanden hatte. Man nahm sie jetzt wie gesagt in die Mangel und durch den Druck der Polizei, psychisch zusammengebrochen, erzählte sie dann schließlich unter Tränen von einem geplanten letzten Treffen mit ihrem Mann an der Düsseldorfer Rochuskirche. Und das war dann das, was den entscheidenden Durchbruch gerade noch so bringen konnte. Am 24. Mai 1930 konnte Curtin verhaftet werden. Bleibt jetzt nur noch die Frage, wie wird ein Mensch zu einem solchen Ungeheuer? Nun, und es lohnt sich an dieser Stelle einen Blick in die Kindheit Peter Curtins zu werfen, denn da wurde der Grundstein für eine gesunde Entwicklung wie diese gelegt. Am 26. Mai 1883 wurde der nämlich in eine liebevolle Arbeiterfamilie mit sage und schreibe 13 Kindern in Mülheim an der Ruhr geboren. Ja? 13 Kinder in prekären Verhältnissen in einer Zweiraumwohnung. Das muss hart gewesen sein. Und das wird natürlich nicht dafür gesorgt haben, dass Curtin viel Aufmerksamkeit bekam. Aber es war noch schlimmer. Sein Vater war ein gewalttätiger Alkoholiker, hat wohl sogar seine eigene Tochter missbraucht. Und vielleicht im Zusammenhang mit der täglichen Erfahrung dessen, merkte er schon in jungen Jahren, dass er eine besondere Vorliebe für hohe Gewalt hatte. Eine seiner wichtigen Kindheitserinnerungen war, wie er damals zusah, wie sein Nachbar, ein Hundefänger, hilflose Welpen ertränkte. Von da an quälte er Tiere in seiner Nachbarschaft. Das ist ja etwas, das auch beispielsweise in Altenburg immer wieder durchkam. Bei seinem Verhör kam dann auch ans Licht, dass Curtins erstes Opfer möglicherweise gar nicht sein erstes war. Er berichtet nämlich davon, wie er als Neunjähriger im Jahr 1893 zwei Jungen bei Mülheim in den Rhein stieß und dabei zusah, wie sie um ihr Leben kämpften und schlussendlich ertranken. Ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, dass man nicht hätte wissen können, dass dieser Mann gefährlich ist. Der Vampir von Düsseldorf verbrachte insgesamt mehr als 20 Jahre seines Lebens hinter Gittern. Zu seinen Verbrechen gehörten Diebstähle, Zechprellerei, Körperverletzung, Brandstiftung, fehlgeschlagene Mordversuche und so weiter und so fort. Also ein wahrer Meister der Unauffälligkeit, dieser Peter Curtin. Nach seiner Verhaftung wurde Curtin 8 Wochen lang in einer heilen Pflegeanstalt von Psychologen untersucht und das Ergebnis war recht eindeutig. Curtin wies keinerlei Symptome einer Geisteskrankheit auf.
Seine sadistischen Neigungen waren aber augenscheinlich. Ihm wurden daraufhin 9 Morde, 32 Mordversuche, 3 Überfälle, eine versuchte Notzucht und 27 Brandstiftungen zur Last gelegt, für die er als voll schuldfähig angesehen wurde. Neben der Aussage Marie Butlis war wohl das umfassende Geständnis Curtins ausschlaggebend für das Urteil des Schwurgerichts im April 1931, das ihn dann zum Tode verurteilte. Wollt ihr jetzt mal noch was richtig Gruseliges hören? Also, falls das alles noch nicht gruselig genug war. Den Ermittlern erzählte er in Seelenruhe von den blutrünstigen Details. Ich hatte eigentlich dauernd die Stimmung, sie werden es Drang nennen, zum Umbringen. Ich wollte das Blut der Opfer rauschen hören. Wenn ich die Mittel dazu gehabt hätte, hätte ich ganze Massen umgebracht. Jeden Abend, wenn meine Frau Spätdienst hatte, bin ich herumgestreift nach einem Opfer. Und ihr wundert euch, dass man ihn den Vampir nannte? Kurz bevor am Morgen des 2. Juli 1931 durch das Fallbeil im Gefängnis Köln-Klingelpütz hingerichtet wurde, hatte er eine letzte Frage an einen Gefängnispsychiater. Ist es möglich, dass man im Augenblick seines Todes das eigene Blut rauschen hört? Tatsächlich gehen Experten heutzutage davon aus, dass das Blut eine grundlegende Rolle bei seinen Verbrechen spielte. Es ihn vielleicht sogar sexuell stimulierte. So wie wir es bereits im Fall von Karl Denke gesehen haben, spielten auch dem Vampir von Düsseldorf die Nachkriegsjahre in die Karten. In dieser Zeit blieben zahlreiche Frauen ohne Männer zurück und sehnten sich nach einem potenziellen neuen Partner, der ihnen in diesen unsicheren Zeiten Sicherheit bieten konnte. Und gerade aufgrund Curtins gepflegten Äußeren waren seine Opfer besonders unvorsichtig, da solch ein eleganter Mann doch nichts Böses im Schilde führen könnte. Doch dürfen wir nicht vergessen, dass auch Curtins Frau eine Rolle gespielt hat in diesem Fall. Sie war gewissermaßen eine Art Komplizin, auch wenn sie vielleicht nicht ahnte, dass ihr Ehemann ein gesuchter Mörder war. Aber ich tue mich da schwer zu glauben, dass sie nicht den geringsten Verdacht hegte, dass ihr Mann unter Umständen zu weit Schlimmeren fähig war als den Taten, die er schon offiziell auf dem Kerbholz hatte. Und das waren dann nicht wenige. Sie trug mindestens eine Mitschuld, dass sie die Frauen, die er lediglich belästigt hatte, beschwichtigen konnte, dass sie da nichts zur Anzeige brachten. Vielleicht wäre er ohne ihr Zutun viel schneller gestoppt worden. Und dass die Polizei mal wieder nicht durch ihr Können glänzen konnte, ist vermutlich nicht wirklich verwunderlich. Trotz der Fortschritte in der Kriminologie, insbesondere in Bezug auf Fingerabdrücke, Tatortbilder und Täterprofile, machten sie bei der Vorladung zum Verhör einen folgenschweren Fehler. Hätte Curtins Ehefrau nicht unter dem Druck nachgegeben und den Aufenthaltsort ihres Mannes preisgegeben, hätte er der Polizei erneut entkommen können und niemand hätte ihn daran hindern können, andernorts weiterzumorden. Doch welches Motiv verbirgt sich jetzt hinter dieser entsetzlichen Verbrechensserie? Die Theorie über den Anlass für Curtins Handeln scheint sich ja nicht so recht bestätigt zu haben, die wir am Anfang hatten. Gemäß Curtins eigenen Aussagen berauschte er sich auf eine Weise, die eher an Vampirgeschichten erinnert, nämlich an dem Blut seiner Opfer. Und das eigentlich nicht wirklich in aller Hinsicht. Das Bedürfnis nach Blut, nach Macht und Kontrolle über das Leben und den Tod seiner Opfer führte ihn in erster Linie auf diesen dunklen Pfad, der weit über die bloße Befriedigung sexueller Begierden hinausging. Ob er nun das Blut seiner Opfer wirklich trank oder nicht, sei mal dahingestellt. Fakt ist jedoch, dass diese morbide Faszination und perverse Freude am Leid anderer durch seine Taten zum Ausdruck kam. Laut der Kriminalpsychologin Lydia Benecke war Curtin ein gefährlicher sexueller Sadist und Psychopath. Die Vorstellung des Quälens und Zerstörens von Menschen bereitete ihm auch über seine Sexualität hinaus Freude. Doch dürfen wir nicht vergessen, dass gerade solche Straftäter typischerweise durch Misshandlungen in der Kindheit und auch Jugend zu dem werden, was sie sind. Wie Curtin selbst von sich behauptete, es wäre wohl niemand, der in meinen Kinderschuhen gesteckt hätte, unbeschadet durchs Leben gegangen, aber höchstwahrscheinlich auch schwer verunglückt. Die Geschichten der Taten von Peter Curtin sind, wie zu erwarten war, auch von vielen popkulturell benutzt worden für den schnellen Gruseleffekt. Ob ihr es glaubt oder nicht, sein mumifizierter Kopf gelangte nach dem Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten und ist heute als Exponat im Museum Ripley's Believe It or Not zu finden. Und das täuscht darüber hinweg, was diese Taten im realen Leben der Menschen, vor allen Dingen seiner Opfer natürlich, bedeuteten. Ja, die Gewalt, die Erbarmungslosigkeit, der ungeheure Sadismus. Ergebnis eines Erwachsenwerdens in Armut, Gewalt und Perspektivlosigkeit. Wir lernen an diesem Beispiel, dass die Prävention von Verbrechen bereits im frühesten Kindesalter beginnen sollte. Und wir lernen daraus, dass die größten Monster oft Nadelstreifenanzüge tragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit und das Interesse. Bewertet gerne das Video, lasst dem Eisberg ein Abo da. Bis denne. Tschüssikowski.